keine Ahnung, aber vielleicht bei dem Chinesen, weiß ich Beim nicht, um die Ecke. Brokkoli-Chinesen. Beim Brokkoli-Chinesen, genau. Ja, und in diesem Sinne ein herzliches Willkommen bei unserem, ja, ich sag mal, Let's Play zu Company of Heroes 2. Diesmal spielen wir eine, ja, nachgebildete Karte aus Company of Heroes 1. Und ja, heute mit dem Caesar Servus. und dem Danmu wieder mal. Hallo zusammen. Ich dachte gerade, du würdest uns jetzt einfach mal vergessen. Du warst gerade so ein bisschen gestockt. Ich dachte jetzt, oh. Nein, nein, ich vergesse euch doch nicht, um Gottes Dein Willen. Glück. Was mich nur schon wieder so ein tierisch nervt, ist eigentlich so, ich sag mal. Oh, Verzeihung. Das Spiel als solches lädt bei mir irgendwie immer sehr langsam, aber es läuft total flüssig, aber ich weiß nicht, irgendwie. Keine Ahnung. Hast du schon mal deinstalliert und installiert? Vielleicht findet die Daten nicht richtig. Die Nee, aber Datenpakete. die Fragmentierung habe ich neulich durchgeführt. Auch auf der Endpartition. Aber na gut, was soll's. Ja. Ich mach mal. So, und in diesem Sinne geht's natürlich auch weiter. Wir haben ja bloß ganz kurz mal den Ladescreen mal übersprungen. So. Welchen Doktrin nehmt ihr? Ich habe jetzt. Das habe ich noch gar nicht Ich habe überlegt. gerade fälschlicherweise den falschen Doktrin gewählt. Verdammt. Ah, egal. Das muss funktionieren. Wo sind meine Pioniere? Ach, da kommen sie ja. Also ich nehme erstmal den Posten ein, den davor, den lasse ich erstmal, den könnt ihr dann noch nehmen. Jannis sollte sich auf jeden Fall mal langsam bewegen, ja. Jannis, du musst erst die Brücke in der Mitte machen, ne? Weil du hast keine Zeit, erstmal Gebäude zu bauen. Erst Brücke reparieren. Oh, komm schon, nimm schneller ein. Was für Hey, ich hab das Tool doch. Ja, Tactical Marines. Wenn ihr in meiner Lobby drin seid, dann werdet ihr automatisch, also dann kriegt ihr das automatisch. So, in diesem Sinne, gerade mal gesagt, Tactical Marines für die Leute, die es noch nicht kennen, ist einfach ein Feature, was man sich in Company of Heroes 1 schon ewig gewünscht hat. Nämlich, dass man Ressourcen untereinander austauschen kann. Was wiederum dazu führt, dass man natürlich demnach ein bisschen effektiver, ja, ich sag mal, arbeiten kann untereinander, wenn man schon im Koop spielt. So, benötigt. Achso, ich muss mal in die Kampfphase wechseln. Also meine Brücke ist gleich. Oh. Dann haben sie erstmal alle ihre Einheiten auf die linke Seite gepackt. Die ersten Sowjetsoldaten. Unsere deutsche Wehrmacht wird Ihnen zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Fuck! Oh, verdammt viele Sowjets. Ich schlag dich schon zurück hier. Kann ich Brücke sprengen?
Scharfschütze. So, dann werden wir mal hier, wenn wir jetzt den Sektor gleich erobert haben, werden wir mal gleich ein MG-Nest errichten. Die Jungs können da hier schon mal arbeiten. Die rechte Insel ist meine. So. Janis geht auf Sicherheit. Der baut erstmal ein MG. Achtest du aber bitte darauf, dass du das MG noch ausbauen musst zu einem MG-Bunker, ne? Ja. Sonst wird's böse. So. Jetzt wechseln wir mal gleich in die zweite Gefechtsphase. Hat jemand von euch gerade ein bisschen Treibstoff übrig? Daniel? Nein. Tut mir leid, ich habe auch nur 44. Ja, okay. 31. Daniel, ich hoffe, dass deine rechte Flanke hier das hält. Die wird jetzt unterstützt. Sieh zu, dass du deine MG-Truppen hinter Sandsäcken aufbaust. Ich meine, du hast hier schon vorgefertigt die Sandsäcke. Also deswegen wäre es sinnvoll, das MG dahinter aufzubauen. Und dann die Infanterie zu flankieren, die da vorstößt. Pioniere erwarten Befehle. Wir müssen etwas bauen. Wow, was war das denn? Sie brauchen einen Scharfschützen. Scheiße. Mördertrupp erwartet Befehle. Der Bunker wurde mit einem MG-42 verbessert. Das sieht doch bisher ganz gut aus. Nein, das war ein... Ah, jetzt hab ich die falsche nach vorne geschickt. Zurückgeschickt. Aha, neue Truppen. Was macht mein Fahrzeug hier hinten einfach so sinnloserweise? Ich kann den Janis hier vorne unterstützen. Mensch, warum flattest du nicht vor? Was macht mein Fahrzeug denn da? Warum laufen meine Infanterie hier über mitten über eine Brücke drüber? Das war jetzt gerade ein völlig sinnloses Unterfangen. Was ist denn da in der Mitte los? Naja, sagen wir mal so. Ich würde sagen, britische Infanterie-Sektion plus amerikanische Lieutenants. Plus. Ah, mein Fahrzeug! Infanteriesektion von Briten. Warum sind da hinten noch keine Sektoren erobert? Weil da bisher noch keiner zu kam, würde ich sagen. Ich habe es heute hingeschickt. Was? Je weiter wir nach vorne stoßen, desto besser ist es. Oh, guck mal, hier ist ein Packerschütz. Ich werde das mal flankieren, wa? Oh, okay, ich werde da nichts flankieren, weil die haben verdammt viel Panzerabwehr. Hoppla. Ja. Was wollen Sie? Da ist eine Reparatur nötig, Pioniere. Pioniere. Ach. Jungs, was ist da los? Ihr seid zwei Leute auf der rechten Flanke. Naja. Auf jeden Fall. Wie die ihr Mitte seht, versagt. Ja. Schick Truppen hin. Sitze.
schickt sofort einen Hacken. Der gute Axt, der mit seinem Flammenwerfer ist aber ganz schön gut unterwegs. Der ist da tatsächlich schon ganz gut unterwegs. Ich werde mal versuchen, einen Mörserbeschuss zu starten. Falls ihr, ihr könnt auch Einheiten übertragen, ne? Nur so zur Info. Also falls gerade vorne jemand keine Einheiten am Start hat oder wie auch immer, dann einfach übertragen. So, das sieht schon mal so von der Sache her erstmal gar nicht so verkehrt aus. Abgesehen davon, dass die Mitte gerade am Fallen ist. Ich muss mal kurz mein Halbkettenfahrzeug nochmal wegziehen. Leute. Ah. Alles wird gut. Aha, verdammt. Ich brauche 90 Treibstoff. Hat jemand von euch zufälligerweise gerade 90 Treibstoff? Ich bin froh. Ja. Dann übertrag mir mal ein bisschen was. Wie geht das? Toggle Commands, also Toggle Tool Visibility und dann Treibstoff, Transfer Fuel und dann... Target Player, wie, auf was muss ich denn klicken? Wo ist denn dein... Was ist denn dein Haus? Ist es das linke oder das rechte? Da steht doch da, Sturmfusse, da. Da bin ich. Bitte, ich hab dir was geschickt. Ja, dauert nur noch ein bisschen. Ah, jetzt ist es angekommen. Sehr schön. So. Leute, die Mitte. Ich brauch... Kleiner Augenblick. Bin gerade in Produktion. Diese beschissene 6-Fünder muss da weg. Wenn die nicht weg ist, komme ich mit dem Panzer auch nicht durch. Was hast du denn da hinten? Ah, 7,5 Panzerabwehrkanone. Oh ja. Scheiße, die wollen. What the fuck? Der hat einen Segler abgesetzt hinter meinen Linien. Ja, das ist schon bei mir auch schon. Ich hab kein... Habt ihr noch Arbeitskraft? Ich bin gerade sowieso... Warte mal, Arbeitskraft... Naja, 200, aber ein bisschen kann ich dir geben, warte. Manpower... So, Daniel, wer bist du? Du bist... Gelb? Ganz rechts. Scheiße, die kommen durch. So, Manpower, bitteschön. Muss da auf jeden Fall ganz dringend weg. Scheiße, ich muss meine Pack zu mir schicken. Jetzt kommen die bei mir durch. Ich bin jetzt mit einer Stück vorne, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Also er hat halt, das Problem ist halt, er hat vorne also diese beschissene Sechsfinder-Waffe da. Und das ist ein großes Problem. Ich versuche den jetzt ein bisschen zu jagen, aber... Packmannschaft habe ich erledigt. Eigentlich kommt die Pack. Gerade so ein bisschen kritisch.
Mitte läuft gerade. Ah, ich habe einen Scharfschützen verloren. Versuche über die rechte Flanke davor zu stoßen. Kommt ihr jetzt mit? Weil ich laufe jetzt gerade nach vorne. Du meinst die Insel erobern zurück? Ja, na sicher. Müssen wir schon. Ich schicke dir Truppen dahin. Wir müssen natürlich noch welche haben. Oh, mal langsam Panzer. Ich habe überhaupt keine. Wenn er jetzt echt mit seinem Brand Carrier darüber kommt, dann habe ich ein Problem. Hauptsache, die haben keine Panzerbüchsen. Solange die keine Panzerbüchsen haben, ist eigentlich alles cool. Ey, wer zieht denn da gerade seine Truppen ab? Caesar, lass deine Sturmgrenadiere hier vorne. Das ist zu wenig, was ich hier vorne habe. Ja, ich glaube. Schickt dir auch schon Leute. Mein Sturmschütz ist gleich hin. Wenn jemand Pioniere von euch am Start hat, wäre es echt super. Komm mit Brüche. Wir dürfen jetzt die Flanke hier nicht fallen lassen. Wenn die fällt, haben wir ein Problem. Panzer, bei dir. Wundern, die Rauchgranate, das war ich. Was ist das da oben? Verdammt! Der hat einen Cromwell-Panzer am Start. Wir brauchen ganz dringend Panzerabwehr. Ich hab nur eine stehen im Cloud. Haben wir da noch irgendwas rumstehen? Panzerabwehr? Bazooka? Piat-Waffe? Piat? Ah, dann versuche ich mir mal schnell eine Piat. Ah, der Cromwell ist Geschichte. Sehr schön. Jetzt ziehe ich meine Stuck nach vorne und meinen. Ihr, ich nutze die. Tut mir nicht fein, Jungs. Nutzt die Zeit jetzt, während ich meine beiden Fahrzeuge opfere, dass ihr die Sektoren zurückerobert. Oh, ich sehe gerade, da kommt ein russischer Panzer. Den Jagdpanzer greife ich gerade an. Gut, der ist Schrott. Aber jetzt auch ein Panzer. Sehr gut. Schick alles nach vorne. Die Front fällt gerade von ihm nochmal, also wenn ich das jetzt richtig interpretiere zumindest. Ach ja, das sieht gut aus bisher. Passt auf eure linken und rechten Flanken auf. Die Brücke müsste man mal hier nach Möglichkeit vielleicht mal in die Luft jagen. Aber ich sehe schon, du schießt mit deiner Pack die ganze Zeit drauf, ne? Ja. Ich glaube, entweder fliegt der gerade Aufklärung oder der setzt hier gleich wieder so ein bescheidenes Teil ab. Daniel, stell mal hier vorne deine Pack, stell die mal ein bisschen weiter hier hin. Wir werden von hinten angegriffen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, guck mal, wie viel Nachschub das ist.
Wieso ist da bloß eine Kommandotruppe? Ich mache jetzt erstmal einen Artilleriebeschuss hier vorne hin. Ach, machst du? Dann mache ich das nicht. Nee, lauf du schon zurück, mach du das schon mal. Aber ich mache hier vorne gerade Artillerie. Ich setze die hier vorne gerade unter Druck. Weil wir müssen auch ein bisschen drauf aufpassen, der hat da nämlich mehrere Packgeschütze stehen. Ihr sollt euch darauf konzentrieren. Ah, der Daniel hat ja einen Kommandopanzer hier stehen, Mensch. Ich bewege meinen Kopf. Nimm du den Sektor zurück, wenn ich bewege. Ich werde angeschossen. Was ist das denn? Ich nehme meinen Kommandopanzer und werde die verbleibenden Kommandotruppen hier eliminieren. Irgendwo in dem Gebiet müssen sie. Oh, die wollen bei mir durchkommen und sie kommen bei mir durch. Ich brauche sofort Unterstützung. Ich muss meine Sachen abziehen. Ich mach gleich 10,5 mm Haubitzenfeuer. Achtung, auf die Brücke drauf. Halt sie noch ein bisschen dahin. Ich habe keine Einheiten mehr. Ja, da setzt ja schon wieder Kommandotruppen hier hinten ab. Kack, wurde zerstört. Hatte der da irgendwie Panzerabwehr dabei gehabt oder hatte der die keine dabei? Nee, hatte er nicht. Gut. Dein Feuer frei, auf geht's nach unten. Ich schick da meinen Kommandopanzer hin. Du hast ja deinen in der Mitte. Die Brücke müsste ich aber gleich geschrottet haben. Hatte der da Panzerabwehr gehabt, Daniel? Pass mal. Da vorne, nimm dein Ding, nimm dein Kommandopanzer zurück, sonst ist es der gleiche Geschichte. Oh Mann, oh, eine Pack erledigt. Der hat sich meine gekrallt, deswegen hat er die. Das sind alles meine. Das ist natürlich umso bescheiden, naja. Schaffst du die Sektoren zurückzuerobern oder weißt du es noch nicht? Ich? Weiß ich noch nicht, aber ich denke schon. Eine Sekunde noch, dann kann ich wieder Haubitzenfeuer machen und zwar genau jetzt. Gleich ist die Brücke Schrott. Die Pack, die da drauf steht, ist dann Geschichte. So, das war's, die Brücke ist hin. Janis kennt gerade schon wieder keine Grenzen mehr. Er ist gerade schon vor dem Vorstoßen hier. Wir sind eigentlich alle noch nicht mal so weit, aber scheiß drauf. Also Daniel, normalerweise solltest du es jetzt schaffen, weil die Brücke ist kaputt und so schnell kann man nicht repariert. Ja, aber die Einheit von mir alle dahin. Ja, was ist los? Okay, wir haben einen Stau auf der Brücke, weil Janis seine wunderbare Pack auf der Brücke steht. Und sie steht so bräsig da, dass da niemand durchkommt. Vorsicht, da schießt die schwere Gustav drauf. Du willst, dass sie ein bisschen Durchschlagskraft hat. Braucht jemand Munition? Das habe ich nicht was. Nützt mir
leider nichts. Ich habe 1014 Munition. Gar kein Personal. Da kommen noch zwei Shermans. Wir sollten uns ganz dringend um die Shermans kümmern. Jawohl, der Sherman, den könnt ihr hier, wenn er wollt, könnt ihr den erobern. Wenn er es schafft. Ja, die andere Truppe hat den Panzer verlassen. Können anhalten in der Nähe. Ich gerade leider auch nicht, aber es wäre schade drum. Okay, jetzt könnt ihr nicht mehr erobern. Irgendein Panzer hat gerade drauf gefeuert. Daniel, deine Pioniere reparieren auf der linken Seite. Soll das so sein? Mhm. Ich habe das Ding nicht umsonst. Ich habe das Ding nicht aus Langeweile erst kaputt gemacht. Ich glaube, das Problem wird sich gleich. Haben wir keine Probleme mehr. Nee. Das erste ist. Gut, das zweite ist gleich auch Schrott. Hier auch nicht mehr hingehen. Ach, ich bombe dir auch nochmal. Oh oh. Achso, okay. Ich hoffe, wir haben nichts gegen Panther. Und da kommt die nächste russische Strafbataillon-Fraktion. Gut, okay, sie waren mal. Ich würde sagen, das sieht nach einem großartigen Sieg aus. Oh, Achtung, Panzerabwehr. Okay, keine Panzerabwehr mehr. Der hat wieder einen Flieger abgesetzt, glaube ich. Und zwar genau da hinten. Verlieren da hinten einen Sektor? Nein, tun wir nicht mehr. Ich habe mein Halbkettenfahrzeug gerade verloren. Meine komplette Besatzung. Oh mein Gott. Bitte hier auf mich hingehen. Ja, ist in Ordnung.
glaube, der Brite baut sich gleich wieder auf. Denn der schickt nämlich gerade Royal Energies zu seiner Base. Und das war's. Ein großartiger Sieg. Sehr schön. Man kriegt natürlich nichts. Ist ja klar. Irgendwie ein bisschen ärgerlich. Ja, liebe Freunde, in diesem Sinne, das war unser mal wieder ein schönes Koop-Spiel. Wenn es gut läuft, machen wir vielleicht jetzt gleich noch eins. Wollen wir mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf unsere Homepage vorbei. crazyfunshooters.de.